So. Okay, natürlich HP. Mana haben wir fast gar nicht. Also wir ja, müssten wir fast alle jetzt haben dann gleich. Alle Quests, die wir so gefunden haben. Ich gehe jetzt hier hin. Wo sind sie? Da ist wohl seit Zeit lang. Warte mal, da sind noch Feinde. Aha. Also. Ja. Kein Thema hier für uns hier. Was wollen die? Nein, hat uns noch keiner gesagt, dass er uns mit der Kreisige angegriffen hat. Kann es wohl sein? Ich weiß nicht so genau. So. Okay, Gold. Hat immer gelohnt hier, meine Güte. Asian Ellenbuck, suddenly Melanie looked straight and has in his eyes and smiled. It's not that easy, she said gently. Hamnet has his own law. You cannot just take me with me, no matter how much we would wish to. However, there is one way out. We can... Aha. Boots. Was haben wir hier noch für Amulette? Hat sie, die hat Physical Damage. Ja, das Schuhe hier. Text Speed plus 6. Auch die bessere als wir haben. Die bessere als wir. Feuerresistenz und Protection. Alles besser. Alles besser haben die. Na gut. Hier dahin. Das sind ja hier die, so, die Zombies. Das ist wie die, die erwischen konnten. Die sind mal mit Level 40. Geht nicht so einfach. Aber keine Ahnung. So. Sind wir diese Ratten? Okay. Wir haben genügend Zeug hier gemacht. So. Der Chef muss hier mit ihm reden hier. Ach, guck gar nicht hinterher, ist wieder zu langsam. Thank you, Lord, for raiding the border from robbers. Look, we gathered something here to express our gratitude. 1000 XP. Franziska's small stout suit. Ring of Water. Was ist Franziska? Eine Waffe, eine Axt. Nicht mal so schlecht. Da brauchen wir aber nicht. Eine Axt. Das ist doch, ja, was ist für ihn, ne? Eine Axt. Aber die hat eine deutlich bessere Axt. Und ein Schild. Build plus 1 und Protection 6. Das ist auch nicht so gut. Also nicht wirklich tolles Zeug, was wir hier gekriegt haben. Also muss man mal so sagen. Okay, mal hier lang gehen. Irgendwo hier muss ja auch ein Weg sein. Irgendwo laut Karte. Ah, was haben wir hier? So. Ey. Noch mehr. Ja, Mann, dann gehen wir mal zurück.
Oh, die greifen den an. Okay. Oh nein, haben dann auch alle erwischt. Wie sich gehört. Aber ich hab noch welche. Ja, hab noch welche. Ja. Und ich hätte noch ein paar Postings hier mit noch kaufen vielleicht. Mit mal ein paar haben, die Leute. Schnell erledigt. So. Ja, dann auch weg. Ist auch kein Problem. Und der Anführer der Räuber sollte auch kein Problem für uns darstellen. So, erwischt. Er ist für ihn hier. So, Dagger. Aber nicht so wirklich gut. Wir können das auch. Nur ein Schwert hier. Ein Schild macht, halt meinte ich. Was auch besser wäre. Aber da muss noch einmal Level 6 werden. Das dauert nicht mehr lange. 1000 müssen noch möglich sein. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Außerhalb des Weges. Ah, wieder. Ach ne, das sind andere Viecher. Ach ja, die auch das nochmal nehmen können hier, aber. Ja, vergesse ich auch immer so gerne. Und das Micromanagement habe ich noch nicht so ganz raus in dem Spiel. Nach wie vor nicht. Der ist weg. Ah, super. Wie sieht's aus? Ah ja. Komm ich schon voran her. Ah, weiter geht's. Wieder zurück zum Weg, den ich nicht schon verpasst habe. Wo ist der Weg hier? Ach da, ich sehe ihn jetzt erst. Ich sehe ihn gerade soeben. Da sieht man wirklich nicht wirklich gut, dass hier ein Weg sein soll, aber es ist einer. Es ist ein bisschen dunkler, ausgelaufen. Also ausgetreten. Sagen wir so heißt es ja. Ah, machen wir da. Aha. Kommt der? Ja, haben wir erwischt. Den sind wir noch. So. Also. Hey doch, was haben wir hier? Nein, die ist nicht so gut. Okay. Haben wir auch wieder welche aus dem Weg geräumt. Ein paar Räuber, die in den Wäldern lauern. Ah, hallo? Wir sind in dem Dorf angekommen, oder in der Stadt besser gesagt. Gehen wir mal zu den Händlern hier vorne. Sind sie, da sind sie ja. Oder denn? Wir haben wieder zu viel Zeug. Wir haben zu viel Zeug hier. So, weg damit. Woher denn? Naja, der ist auch nicht so gut. Den brauche ich auch nicht. Franziska braucht, wer braucht denn das? Hat die für wert. Das wäre so besser. Das wäre so besser, wenn das kriegt eine Axt. Da kann ich überhaupt mit einer Axt umgehen? Eine gute Frage, die ich mir gerade stellen muss. Ja, kann man offenbar. Kann sie offenbar. Na dann ist alles gut. So, trotzdem will ich hier weiter aufräumen.
Bogen brauche ich momentan nicht. Crossbow brauche ich auch noch nicht. Granaten? Nein. Weg damit. Brauche ich auch nicht. Den auch nicht. Upla. Die brauche ich auch nicht mehr. Rüstung, Heavy Armor. Nope. Mage Ropes. Er wäre gar nicht für uns gut geeignet, deswegen kaufe ich später ein eigenes. Also, Tell, die kriegt ja eigene Robe später. So. Ja, kann ich was. Das ist ziemlich toll, ziemlich wertvoll. Aber brauche ich das? Nö, brauche ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Nee, wertvoll ist Zeug. So, Potions. Eine Weak Potion. Verkaufe ich alle, weil ich die wahrscheinlich brauche. Gar nicht. Wenn man die auch verkaufen kann hier, diese Questteile, wundert mich ein bisschen. Aber nun ja. So, kann ich hier Potions kaufen. Light Curving Potions. Das sind nur 5. Ja, mehr hat er nicht. Ja, blöd. So, weiter geht's mit dem hier. Der braucht er auch nicht. Oh. Ah. Den brauche ich auch nicht mehr. Den wollte ich eigentlich auch mal für Zell haben. Brauche ich auch nicht eigentlich. Kann, wie gesagt, kann man später kaufen. Er hat einen Bogen, kann man auch mal nehmen, wenn man will, aber. Wir nehmen das. Nein, ist auch nicht so gut. So. Ich kann ja noch behalten. Ich glaube, nimmt er nur erst, ne? Bevor er die andere nimmt. Obwohl, nee. Aber immer noch 10. Warum? Ja, keine Ahnung, warum das so ist. So, kann ich das so. Welche verkaufe ich? Das ist auch nicht so viel wert. Überraschenderweise. So. Kann auch weg. Ja. Was verkaufe ich? Das sind so irgendwie noch dringend diese Erfahrungspunkte. Ah, ich habe nämlich keine. Ich habe hier noch. 11 davon und davon. Oh, eine. Aha. Wenn man kann ja die trotzdem kaufen. Wenn ich es noch überlege. Komm her. Ein lieber Post ist mehr als wenig. So. Hier liegt manchmal nichts hier. Lieber mehr Posten als weniger. Die nehme ich dann noch so. Das ist ja nicht eine bessere Idee. Dann muss ich wieder hier hin. Ja, den Mikro-Management habe ich noch nicht ganz raus in dem Spiel, ja. Soll mal sagen, aber. Naja, wir sollten mal langsam auch aufhören. Ah, it's you! What now? Do you happen to know where I can find Anselm? Anselm? He has left quite a while ago. Went to Feroz, is what I heard. I have no idea who gave him the goal to travel. Maybe he robbed somebody. In any case, it was for the better. Everyone was tired of his fits. What happened to him after that? Who knows? People wag their tongues to no good. Some say he was robbed and killed on the road. Others say he has settled down somewhere to live happily. With another wife at a farm somewhere. But no one knows for sure. Ich glaube, wir haben ihm noch gesagt, dass er den Wächter nicht anschließen soll. That's interesting. Well, thank you and goodbye. Also, rast mich jetzt. Also, nicht gerade das, was wir ihm geraten haben, ne? Ich dachte, er soll hier bleiben. Naja, was weiß ich denn schon? So. Okay.
Hey to you, Wanderer. Have you found the head of a zombie for me? Yes, I got it. Great! I will settle it with you right now. Here, take my best potions and... Ah, here's something else. I hope such a reward is all right with you. Yes, but I have one more question. Of course, feel free to ask. Something about alchemy then? Yes, about alchemy. I observed that science is quite developed here. There are machines and electricity. Isn't alchemy somewhat an arcade study? Of course not! Alchemy exists wherever there's a factor of chance. Why the insight is dominated by strict logic and overpowering laws of the universe, the midworld is much more chaotic. Here, the same regularities may work the same, but they may well not. There is ample reason to argue that objects have heart or some other substance, which is missing in the insight. Alchemy is an experimental discipline, which seeks to capitalize on this knowledge. Does it answer your question? Aha, interessant. Also Alchemy spielt hier trotzdem eine große Rolle. Generally, yes. Is the preparation of healing potions alchemy too? Are there any other healers around here? Well, yes, there are. I heard a lot of good things about the healer practicing in Horsk, and the Earth Mages call for healers from the inside as well. Alchemy, generally speaking, is not only about preparing medicines, though there are alchemists which specialize in metal treatment, of course. So there are jewelers who manufacture excellent magic objects. Naturally, their works are not as good as old artifacts, but in the business, demand always outpaces supply. Ah ja, okay. I see. Thank you for your time. Goodbye, Elon. Super. Let's go. Raider Level 6. 1100 XP, 200 Punkte, 200 Geld, Gold. Amulet of Morning Dew, Ring of Water. Ah, super. Kann ich mal das mal machen jetzt. Kann ich das mal jetzt endlich mal nutzen. Super, freut mich. Ah, was kann ich noch gebrauchen? Was braucht man dafür? Agility zum Beispiel. Luck, Intellect. Intellect brauche ich eigentlich nicht. Critical Chance. Ja, das ist vielleicht gut. Ah, das ist vielleicht die wirklich besseren Werte. Perks. Ah, wir können ja wieder Perk nehmen. Critical Blow Chance. Da haben wir alles schon gelesen. Iron Fist. Exceptional Strength fills your hands. Every blow you strike does more damage than seems to be possible. Die noch nicht schlecht. Master of Dagger. Wir haben keinen Dagger, ne? Merchant's Wit. You are excellent at bargaining. Your talents generate extra profit for you where others incur losses. When you buy items at the shop, the extra charge goes down by 50%. Klingt nicht so schlecht. Wenn man es neu betrachtet. Ich glaube, ich nehme mal das, nehme ich Iron Fist. Mini Damage, das wäre das hier. Aber wir nur ein bisschen mehr machen. Dann wollen wir hier eine gute Händlerin sein, aber eigentlich. Iron Fist nehmen wir mehr. Die Iron Fist. So, Skillbook. Wie sieht's aus? Das mit dem Skillbook hier. Das ist Agilität. Das ist Stärke. Nehmen wir davon ein. Dagger. Eigentlich müssen wir auch nicht auf Dagger spezialisieren, wenn man neu betrachtet. Dann werde ich mal mich auf Dagger spezialisieren. Aber wenn wir einen Dagger finden, ausgesetzt. So. Können natürlich auch einen kaufen, wenn wir wollen, aber. So, wie sieht's aus? Wir haben das auch abgeschlossen. Zombie Set.
Elon accepted the undead head with gratitude. Such ingredient will enable him to make perfect potions to stop pluck if it ever breaks out in these lands. Super. Michael thanked me for my help. Robots will no longer disturb the border. So is us. Okay. So, what about the book and totemus? I got the book, but there was a problem with the totemus. They had a fight with border guards. What a pity. I hope they are okay. There was no concern in the elf voice regarding the fate of the totemus which he hired. No, they are not. One is dead and the other is badly wounded. That's sad. But you have the book with you. Give it to me. Here. Okay, was haben wir jetzt dafür erhalten? 88 Erfahrungspunkte, 654 Geld, Ding. Aha. Okay, haben wir das abgeschlossen. Book. I brought the book to Tensier and received my well-deserved reward. Tensier showed absolutely no concern for the totemus, which he had hired when he learned about what happened to them. Are all elves indifferent to the fate of those around them? I wonder. Ach, keine Ahnung so genau, weiß ich auch nicht so genau. Was haben wir jetzt hier? Da ist noch ein Dagger hier. 10 bis 20 macht der Manus ja, das ist natürlich nicht so viel. Vielleicht kaufe ich ihr noch einen vernünftigen Dagger. Ding auf Wasserresistenz? Oder ist er besser? Naja. Zumindest ein bisschen. Geh nochmal kurz zu dem Händler. Da oben. Vielleicht kaufe ich immer einen fünftigen Dagger, damit es einen Dagger neu nutzen kann. Auch man kann ja auch mit Bogen schießen, wenn man will, aber. Wie sagen mit ihm hier aus? Was kann der hier? Der könnte auch mit Bogen schießen. So. Ja, muss immer so mit ihm hier, ja. Da muss ich hin. Kann ich mal verkaufen, der ist mir auch nicht so gut. So, ein Dagger, den kann ich übrigens auch wieder verkaufen. Ein Dagger. Geh mal 15 Dagger, bitte. Das wäre ein Dagger. Aber der beste hier, den wir haben. Wir mögen keine guten Daggers hier. Da gibt's doch keine guten. Kann doch auch sein. Da gibt's doch keine guten Daggers. Auch möglich. Na dann, oh, ich habe nix. Vermute ich mal. Ach so, man kann ja auch jemanden rausschmeißen aus der Gruppe. Das hilft mir ja nichts, wenn ich dann keinen habe. Er hat auch noch Postens hier. Komm ich mal alles. Alles mal kaufen, ja. So. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier ein bisschen Tränke haben und so. Da denke ich mich lieber mit ein. Was hat er hier? Der hat auch keine Postens mehr. Am Steampunk Armor. Weil die Lade ist nicht so gut. Weil die schon mal verkauft haben. Was ist das eigentlich mit dem Zeug? Ja. Und genügend Munition. Dann haben wir halt verkauft hier, das ist dann das Zeug. Natürlich Musketen, ja, wäre natürlich auch cool. Kann ich so nehmen mittlerweile. Kann ich so nehmen. Die ist natürlich noch viel besser, macht auch mehr Schaden und überhaupt. Würde ich fast meinen, dass wir lieber das Ding kaufen. Und mehr. So, kann ich die verkaufen? Habe ich jetzt Muskete. Ja, eine schöne Schusswaffe, wie sie gehört. So, wir sind aber jetzt hier fertig eigentlich mit den ganzen Aufgaben. Und nächstes Mal können wir noch hier den ganzen Rest noch erkunden, wenn wir wollen. Und dann machen wir hier weiter, dann meine Story auch weiter. Und ich würde sagen, wir hören an der Stelle auf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem etwas ausführlichen Einblick in das Spiel.
haben wir ein paar Quests gemacht, die Story ein bisschen vorangetrieben. Und ja, ich würde sagen, ja, ich höre an der Stelle auf und ich sag danke fürs Zusehen. Denkt an den Kommentaren und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.